So, und hier müsste theoretisch noch eine Menge Holz sein. Hoffe ich. Erde und Kies. Boah, wir tun erstmal hier die Erde und den Kies weg. Hier ein bisschen Holz, das würde ich aber nicht nehmen. Hier noch mehr Erde und Koppels. Die Koppels, naja, das können wir drin lassen. Und hier Tropenholz ohne Ende. Siehst du, wir haben doch noch Holz. Sag ich doch, Mann. Ich finde das ja nochmal geil, wenn dann, wenn man sich dann so denkt halt, ah Mann, die sind doch hier, die sind doch dort oder irgendwo, ne? Und ja, auch man weiß es ja eigentlich, aber man kommt bloß gerade nicht drauf. So, jetzt erstmal eben alles hier rein. Hinein. Ja, da war hier drüben. Nee, das war ja Koppel. Und dann, achso, Koppel ist hier. Koppel ist da, meine ich. Koppel ist dort. Kies war hier. Dann war noch mehr Erde da und noch mehr Erde dort. Und wie viel Holz brauchen wir denn? Ach, ich behalte dann einfach mal ein 64er Stack. Ein Steak. Ein Steak, weißt du. So, wo tun wir das Holz hin? Ach, hier ist Sand. Guck, da ist Sand. Hm, Sand. Wo war Sand jetzt? Hier, ne? Nee, da. Nee, dort. Nee, da. Ach, hier. Ja. Hier war nichts, ne? Und hier war Kohle und Erz. Und hier war das Zeug. Wobei das eigentlich alles mal woanders hin kann. Und dann können wir das hier reintun. Und dann können wir dieses Gezubbel dann dort reintun. Das ist wieder die Restkiste, sozusagen. Wobei das Holzgezubbel ist. Also Holz ist jetzt in oben in den obersten Etagen, sozusagen. Halt, ich wollte doch... Ich wollte doch eigentlich 64 behalten. Bin ich bescheuert? Ach, das ist ja... Ach, das ist Eichenholz. Ah, okay. So, jetzt erstmal Bretter bauen. Boah, wie viel machen wir denn? Ach, ich mache einfach mal so viel. Halt, so viel. Dann brauchen wir... Ich mache mich schon wieder auf M. Nein. Dann brauchen wir... 1, 2, 3, scheiße, faules Ei. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, zack. Und dann haben wir zwei Bücherregale. Sensationell. Scheißdreck. Scheiße. Ja, zwei Bücherregale. Können wir auf jeden Fall viel reisen mit zwei Bücherregalen. Das ist ja fantastisch. Fantastische Action hier. Wir könnten theoretisch mal hier diesen Enchantment Table abreißen. Klingt zwar jetzt hart, aber... Ja, erfüllt halt seinen Zweck. Und jetzt müssten hier drei Bücher rauskommen. Hier kommen nur zwei raus und hier kommen wieder drei raus. Okay, dann können wir hier neun machen. Das, also wir haben jetzt ein Buch verloren. Das geht mal noch. Wir werden auch alles verlieren können. Ah, hier muss noch so viel gemacht werden. Der Keller, dann... Ah, es ist so viel. Luna! Ja. Ich finde das geil. Mann, jetzt lass mich raus, du Dreckstür. Ja, auf jeden Fall, der Tempel, so sieht doch ganz gut aus. Wie gesagt, wenn jemand noch eine Idee hat, dann bitte schreiben, wie wir den Tempel noch ein bisschen verschönern könnten, eventuell. Ich hätte da so eine Idee, aber das sieht dann irgendwie auch scheiße aus. Wenn du dann hier irgendwie dann so Stufen nach unten machst, da ist es so einfach nur Koppelstufen sozusagen. Und dann hier drüben, da bist du ja dann sozusagen in der Erntemaschine drinne und in der Form sowieso. Das ist dann, und die Treppe ist dann auch sinnlos. Ja, das ist halt ein bisschen klar, weißt du? Das ist ein bisschen scheiße. So, jetzt nochmal dasselbe Spiel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Na, jetzt 3. So, und da haben wir 5 Bücherregale und jetzt suchen wir ein kleines Plätzchen für unsere Bibliothek. Du bist ja so Bibliothek, ey. Take, weißt du? Take, Bibliothek. Keine Ahnung, was ich hier sinnlos klatsch, aber ist ja auch scheißegal. Aus Sandstein wäre auch geil, ne? Wir, obwohl aus Holz eigentlich auch krass. Was mache ich denn jetzt hier? Ich nehme einfach mal an, dass ich jetzt das aus... Ja, wir entschärfen doch mal nicht, noch nicht. Wir bräuchten mal noch ein bisschen Eisen. Eisen war hier. Eisen scheißen hier. Warum habe ich das ganze Holz hingelegt? Und wo habe ich es hingelegt? Ich bin gerade so verpeilt. Man merkt es nicht, ne? Ich bin nicht verpeilt. Nein.
Wir können auch noch ein paar Fackeln machen. Also machen wir mal 5 Stees, also 5x4, ne? 20. Dann Kohle. Dann Eisen. Okay, Eisen haben wir dabei. Dann bauen wir eben mal so. Dann 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Also, ne? Weißt du schon, wie ich meine. So. Und dann noch ein Schaufel. Und dann haben wir erstmal das. Die Grundausstattung steht. Okay, das andere tue ich wieder in die Chest. Halt, in die Chest. Hier. Halt, nicht da, dort. Dann, wo war das Holzgezuppel? Hier, oberste Etage, ne? Da, dann tun wir die Truhe dort rein. Dann die Erde könnten wir auch mal... Boah, das ist wieder so eine Scheißfolge eigentlich, ne? Nur in dieser Truhe rumkraucheln. Naja, was soll's. Ist es halt Minecraft. Und ich suche übrigens jetzt den Rest. Ist das die Restkiste oder ist das die Restkiste? Oder das? Oder das? Das war die Restkiste, genau. Das war die Nahrungskiste. Das war die Nahrungskiste. Und da können wir das vergammelte Fleisch hin tun. Das macht ja natürlich jeder. Einfach mal vergammeltes Fleisch in den Kühlschrank tun, ne? Damit der Rest auch so aromatisch bleibt. Die Musik ist laut, glaube ich. Ja, auf jeden Fall geile Musik. So, dann haben wir erstmal dies hell, diesen Raum. Jetzt geht's zu den Nacht. Scheiße. Action! 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 Ah, stirb! Stirb! Noch jemand! Will noch jemand sterben? Boah, voll ins Knie geschossen. Die Musik war so gerade so geil, ich muss jetzt eben mal hier Action machen, damit die Kistenfolge jetzt ein bisschen entschädigt. Hallo? Niemand zu Hause, schade. Ich wollte eigentlich jetzt ein bisschen was umhauen. Oh. Den will ich nicht haben. Boah! Scheiß Creeper. Boah, das war jetzt eine Mega-Abfuck gewesen mit dem scheiß Creeper. Naja, egal, ich glaube, wir gehen noch hin, wie es aussieht. Boah, die Creeper sieht man auch überhaupt nicht in den Dschungeln, ne? Was ist das denn? So, dann haben wir das auch erledigt. Der Zombie-Mod ist auch wieder drin, ne? Der Zombie, meine ich. Warum ist da ein Tintenfisch drin? Das passt dann wieder um, naja. Ja, wir haben 34... Ach, nee, das ist eine Spinne, okay. Wir haben 34 Level und wir... Boah, stürzen uns einfach mal, du blödes Vieh, in den Kampf der Kämpfe und tun einfach mal ein bisschen Monster klopfen. So. Und der Nächste. Pam! Fuck! Pam! Oh. Hey, stopp jetzt! Und du auch! Ah! Boah, geil! Schusssicherheit 2, Wahnsinn! Du, du, du. Nächster Zombie! Boah, ja, müssen wir viel öfters machen, sowas! Aber nicht sterben möglichst! Boah, 35 Level Fleisch, krass! Warte, Nase krabbeln, jucken, kratzen, whatever! Schnell was essen! Geil, so viel Lava hier unten. Boah, Erfahrungspunkte mitnehmen. Sofort. Muss sofort Erfahrungspunkte mitnehmen. Skelett. Viel, sehr wenig los heute, sonst ist viel mehr los, ne? Ich hoffe, ich übersteuere eine Scheiße. Ich glaube, ich übersteuere. So, ich hoffe, ich übersteuere jetzt nicht mehr. Und Skelett. Au. Oh. Skelett. Ah. Leck mich. Da war, glaube ich, ein Enchanter. Oder irgendwo. Boah, voll... Aua, unser Helm ist kaputt, scheiße. Ich muss mal eben hier ein bisschen im Kreis rennen. So. So, jetzt haben wir hier noch einen Haufen Creeper. An die pirsche ich mich nicht dran. Oh, guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Creeper. 2 Spinnen, 1 Skelett. Ach, 3 Spinnen sogar. Ein Creeper ist gerade weg. Da kommt der nächste. An der Fackel spawnen die. Guck mal, da wärmt sich an der Fackel. Geil. So, ja, ich hoffe, das war jetzt Entschädigung für die Kisten. Da ist noch ein Zombie und ein Skelett.
können wir auch noch mitnehmen. Boah, schon viel Steuern, nicht? Scheiße. Ah. Weil ich gerade so aggressiv bin. Aggressiv. Wo ist das Skelett hin? Da. Und wir schleichen durch den Dschungel und töten den Zombie hinter dem Busch. Oh. So, jetzt müssen wir uns erstmal ganz kurz ausruhen. Ich hoffe, die Spinne sieht uns gerade nicht. Wir haben nämlich noch ganz wenig Herzen. So, die Musik ist nämlich jetzt vorbei. Jetzt können wir wieder ganz behutsam zurückkehren zu einem geordneten und ruhigen Let's Play. So, und jetzt geht es weiter mit Bambusernte, die fünfte. Ich hoffe, euch gefällt das, wenn ich Bambus ernte. Es ist das Aufregendste, was man in Minecraft machen kann. Und jetzt kommen die Spinnen dran! Muhaha! Yo! Musik passt nicht, Musik passt nicht. Kampf! Action! Muss Action produzieren! Ah. Oh. Ob das jetzt eine gute Idee war, ist fraglich. Scheiße. Ich muss hier ein bisschen kiten gerade. Und jetzt von hinten Creeper und die sind tot. Das wäre mega abfuck wieder. War jetzt hier ein Skelett oder was? Nee, ne? So, Erfahrungsprobe mitnehmen und jetzt nächstes Lied. Nächstes Lied. So. Oh, Level 35, krass. Dass es so schnell geht. Ach, schade, dass die... Naja, wir können die reparieren, glaube ich, ne? Guck mal. Ein Creeperbaum. Hihihi. Tschüss. Scheiß Vieh. Schon oft genug gestorben durch die scheiß Viecher. Spinnen. Uah, scheiße, scheiße, scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Creeper und so, das ist mir jetzt ein bisschen ungeheuer. Uah, Hilfe. Help me. Uah, von Zombie von oben. Pfeile von hinten. Hier muss fehlt noch ein bisschen Dach. Scheiße. Sehe ich jetzt erst. Alter. Guck mal das Skelett an, das ist voll gepanzert. Du bist voll der Tank, ey. Stirb. Boah. Jetzt geh doch mal tot. So, die Erfahrungskugeln mitnehmen und dann ganz schnell verschwinden, weil da ein Creeper kommt. Ich habe jetzt gedacht, das Spinnenauge ist enchanted. Guck mal, wie das... Guck mal. Das Spinnenauge rollt runter. Er ist auch rund, ne? Nochmal. Zack. Naja, aber gar nicht so weit. Ich dachte, es rollt weiter runter. Gerade eben ist es weiter runtergerollt. Egal. So, jetzt geht's weiter im Programm mit ganz interessanten Tatsachen und Fakten. Fakten. Weißt du? Ja, wir brauchen auf jeden Fall Dingensholz. Normales Holz. Normales Wood. Normale Wooden Planks. Und dann können wir unsere kleine Bücherwurmbibliothek bauen. Nein. Nö. Scheiße. Wie komme ich jetzt runter? Fuck. Scheiße. Wir brauchen auf jeden Fall hier einen Notausgang, wie es aussieht. Verdammte Axt. Hm. Okay, wir warten bis der Tag ist und dann verschwindet ja alles bis auf die Creeper und die Spinnen. Und einmal dürft ihr raten, was vor uns raus ist. Ein Creeper und ein Spinner. Wunderschön. So. Ja, scheiße. Dumm gelaufen. Wollte jetzt Wurms sagen. Wir könnten theoretisch auch... wir könnten theoretisch auch, würde ich sagen... Hier runter. Das würde auch gehen, wie es aussieht. Jetzt haben wir einen Notausgang, quasi den Rankenweg. Au. Voll in den Sack geschossen. Eigentlich. Also so von optischen her. Boah, das ist ein Sackhit. Ich frage mich gerade, wo der Creeper ist. Oh, da. Scheiße. Und da ist der andere. Ich habe ihn gesehen.
Wir brauchen hier noch ein Tor, also so ein Garderding. Wir sind zu Hause. Wir sind zu Hause! Juhu! Wo ist Luna? Hä? Wo ist Luna hin? Warum? Komm! Komm! Los! Ab! Zack! Hü! 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 Und hopp! Luna! Hopp! Doch! Hopp! Du gehst jetzt dann auf! Hopp! Na, geh doch! Spring! Hat die Genickstache oder was? Hallo? Ach so, jetzt geht der Kopf nach unten. Jetzt geh! Ich hau dich! Luna, jetzt geh doch mal nauf! Truff hier! Du bist voll truff hier! Luna! Ah. Bist du blöd? Alter! Wir können eh nichts machen, die Creeper sind gerade vor der Haustür, glaube ich. Ja, fall bitte in das Loch. Ich hol dich nicht raus. So. Luna! Wir springen einfach mal auf der Katze rum, was soll's. Wie ging das gleich nochmal? Ach nee. Ach so, genau. Was? Ach so. Wir springen erstmal auf die Katze.